Hallo Welt, da sind wir wieder. Und unser Paul Jones ist ja richtig gut da draußen. Kann er denn sonst noch was? Schicke, förmliche Kleidung hat er an. Die bringt ihm zusätzlich noch Glück. Und er hat das fokussierte Lasergewehr. 12 bis 15 ballistischen Schaden richtet es an. Ja, schade. Ich dachte, unterwegs könnten wir ihm das Haustier aufs Auge drücken, das er da gefunden hat. Ich meine mich dran zu erinnern, dass wir das Haustier auch direkt schon bei uns im Lager haben. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Wobei ich auch Haustiere ganz gerne mal sammeln würde. Oh, da ist jemand hier unten. Intelligenter. Und zwar Lawrence Walker. Ja, okay, der kann es auch gebrauchen. Das dauert aber jetzt ganz schön lange, was? Bis er nochmal aufsteigt. Wie lange dauert das? Sieht man das hier? 5 Stunden und 41 Minuten. Liebe Welt da draußen, das dauert aber lange. Ja, was mich auf die Idee bringt, dass wir vielleicht pro Tag eine Folge aufnehmen sollten. Dann würde das alles schneller gehen. Aber ich kann nicht jeden Tag hier rein. Ich kann meistens nur am Wochenende, manchmal auch so zwischendurch ein bisschen. Aber zwischendurch so ein bisschen, das ist für mich immer so nichts Halbes und nichts Ganzes. Das mache ich ungern, will ich damit sagen. Ja. Wenn, dann machen wir eine richtige Aufnahmesitzung und dann nach Möglichkeit am Wochenende, weil da Zeit ist. Und dann brauchen wir auch nicht auf die Uhr zu gucken, uns abzuhetzen und zu sagen, irgendwann ist man müde und muss ins Bett. Nein, dann kann man richtig schön konzentriert an die Sache rangehen. Entspannt. Wie war es denn jetzt? Konzentriert oder entspannt? Beides geht ja nicht. Haustiere wollte ich mal gucken. Na, Haustieren haben wir nicht. Dann sollten wir ihn zurückrufen. Ja, sehe ich das richtig? Ja. Dann rufen wir ihn zurück. Haben wir uns den Namen denn gemerkt? Ich bin mir nicht sicher. Paul? Paul? Paul Jones? Paul Jones? Paul Jones? Hier kehren ja einige zurück. Och ja, Gottchen, in 2 Stunden und so weiter. Na ja, 4 Stunden. Ja, wir gucken uns das mit der Zeit nochmal an, am Ende dieser Aufnahmesitzung. Dann entscheiden wir auch danach, wann die nächste Aufnahmesitzung startet. Wo haben wir denn Paul? Aber wir könnten ja nach Namen sortieren. Wonach ist denn jetzt sortiert? Nicht nach Namen? Doch, ich glaube schon. Paul Jones, hier, erkundet. Stufe 11. 3 Stunden ist er unterwegs. Ja, dann soll er mal zurückkommen, oder? Mit seinem Haustier. Wo ist das Haustier sonst geblieben? Der sammelt aber ordentlich Erfahrungspunkte da draußen. Und er hat noch 10 Stimpacks. Ach ja, komm, dann lassen wir ihn noch ein bisschen laufen. Was hat er denn gesehen hier? Gesehen? Eine eklige Red-Kakerlake. Ha, ich zerquetsch die Red-Kakerlake. Kein Problem. Ich hab die Red-Kakerlake zerquetscht. Kein Problem. 285 Erfahrungspunkte erhalten. Sieht aus wie Trümmer von einem Flugzeugabsturz. Ist das ein Menschenkopf auf dem Pfosten? Zeit zum Umkehren. Nein, 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 nein. Mach mal ruhig weiter, du sammelst da draußen wunderbar deine Punkte und das Haustier werden wir früh genug noch zu Gesicht bekommen. Wow, hier unten sind ja einige Leute aufgestiegen und wie lange braucht ihr jetzt noch? Oh, lange. Maulwurfsratten, die werdet ihr ja schaffen, oder? Mr. Handy, was ist los? Mr. Handy sammelt. Und geschafft. Alle steigen etwas auf. Alles ist gut. Wir wollten noch mal gucken, wie lange das hier unten noch dauert, bis sie alle fertig sind. Sowas um die 5, ja 6 Stunden kann man sagen. Also da könnte man dann schon weitermachen. Und wie lange müssen sie hier überhaupt noch um ihr Glück kämpfen? Oh, Craig Peterson. Der ist lange noch dabei. Auch Donna Murray. Wen haben wir denn hier reingesteckt? Hier unten, hier hinten. Carol Parker. Hey, was ist denn hier gerade runtergefallen? Was war das? Hab ich Halluzinationen schon? Ich habe gesehen, dass hier irgendwas von oben runtergefallen ist an der Seite gerade. Als wir hier drin waren.
Wer weiß das schon? Wir waren hier bei Roy Barton. Nein, wir waren noch bei ihr hier hinten. Da haben wir sie. Carol Parker. Glück. Ja, ist alles so mittig. Stufe 1. Na gut. Ach so, da ist wahrscheinlich irgendwas hier raufgerutscht. Oder so ähnlich. Hierher. Ja. Roy Barton, was hat er denn Schönes? Glück, Glück, Glück. Oh, ist auch nicht gerade weit gekommen. Und dann haben wir als letzten Kandidaten hier noch Joseph Murray. Und auch er ist gerade mal bei der Hälfte. Na, das dauert ja noch. Eine gute Beweglichkeit hat er. Ja, wie war das? Die Leute sollten wir rausschicken auf die Quests. Ja, auf die Quests sollten später Leute kommen. Liebe Welt da draußen, die sowieso die Special-Attribute alle voll haben. Da bin ich doch für. Unsere besten Leute schicken wir dann nach draußen. Wie sieht's aus mit dem Radio? So lange dauert das noch? Entschuldigung. So lange dauert das noch? Wollte ich sagen damit. Das ist aber lang. Ja, ich kann mich kaum zurückhalten. Ich würde ganz gerne noch ein bisschen was bauen. Aber nein, wir lassen das mit dem Bauen. Wenn überhaupt, dann müssten wir als erstes hier so ein Kraftwerk, einen Superreaktor bauen. Und den können wir erst bauen, wenn wir genug Leute haben. Vorher bringt das nichts. Aber hier unten sollte irgendetwas hin, wo Leute sind. Also da sollten Leute hin, damit wenn hier unten nochmal, also hier auch. Eigentlich brauchen wir auf jeder Etage ein paar Leute. Wenigstens ein paar. Damit wenn es zu einem Angriff kommt, damit da schnell auch Leute sind. Ja, ansonsten, wenn hier unten irgendetwas angreift, ja, dann schaffen wir das schon von hier, die aus dem, was ist das hier? Aus der Waffenkammer, da sind ja nur 3 Leute, oder? Wie viel passen denn hier rein eigentlich? Och, 6 Leute passen hier rein. Ja, da haben wir doch sowieso zu wenig Leute. Ja, zu spät. Ich wollte es noch vorlesen, was hier so geredet wird über Yaogwais. Ah, unser Nuka-Cola Quantum kommt da gerade zur Tür herein. Na, jetzt passen wir aber auf. Diesmal klicken wir nicht Corky an, sondern Flushy. Für eine Nuka-Cola Quantum. Ja, genau. Na, keine Panik, Olivia ist schon in Kampfbereitschaft. Die Tür ging auf. Wer kommt da? Es sind nur Flushy und Corky. So, dann fangt mal an zu tanzen. Oh, die fahren weit runter. Ja, das ist noch ein Punkt, weshalb wir vielleicht auf jeder Etage Bewohner einsetzen sollten. Wenn Flushy und Corky kommen, ja, jetzt ist Flushy unten, da tanzt er nicht. Schade. Ja, und wenn hier, auch im Lager können ja Leute sein. 6 Leute können wir da reinpacken. Es bringt wahrscheinlich dann nicht sehr viel, aber Flushy und Corky tanzen. Also wenn wir genug Leute hätten, könnten wir die alle noch da reinstecken. Oh, Moment, wo ist denn hier oben ist er? Ja, hier kann er tanzen. Ist zwar nur einer, der ihm da zuguckt und applaudiert vielleicht, aber tanz schon. Er will nicht tanzen. Er winkt. Ha, Doppelklick. Ist das der Trick? Und wo geht's jetzt hin, Flushy? Wir gucken mal. Vielleicht können wir ihn nochmal klicken. Vielleicht können wir aber auch die Produktion irgendwo ankurbeln. Moment mal. Wir haben doch jetzt Glück im Vault. Vielleicht haben wir aber auch nur Glück in den Räumen, in denen die beiden gerade sind. Wenn sie da tanzen, dann haben wir vielleicht Glück. Das hieße, wir würden jetzt hier oben ist Corky, dann würden wir da doch jetzt Glück haben. Tempo.
Ach, brauchen wir doch gar nicht. Naja, egal. Was brauchen wir denn? Ja, Kronkorken hat es ja wenigstens gebracht. Ach, das ist Vault. Das geht über den ganzen Vault. Wenn die drin sind, dann hat jeder Raum Glück. So, was macht unser Flushy? Wo ist Flushy? Oh oh, ich habe Flushy verloren. Der fährt gerade nach oben, glaube ich. Haut er schon ab? Ja, ja, da fährt er nach oben. Und raus geht er. Klick ihn an. Nein. Ja, ich meine nämlich, man könnte dann zwei bekommen, hattest du geschrieben, Zaki. Manchmal hat man Glück und bekommt zwei sogar. Nuka-Cola Quantum, ihr wisst schon. Ach, da sind sie raus. Noch sind sie drin. Oh nein. Die sind fast fertig, was? Wenn das ja, die sind so gut wie fertig. Also beim nächsten Aufstieg. Ja, okay, er hier nicht. Moment, Moment, Moment. Was? Ich habe falsch geguckt. Die sind ja gar nicht die Glücksritter. Das sind ja gar nicht die hier um Glück haschen. Das sind ja die Waffenzentrum Perception wollen sie haben. Aber auch da sind sie fast voll. Sie ist fast voll. Also wer war das? Katharine JLNS. Und wir haben hier Julia Ward. Und sie ist mit Perception, ja, das dauert noch. Noch nicht so weit. Jack, nur Jack. Der braucht auch hier noch eine ganze Weile hier drin. Moment, sehe ich da nur vier Leute? Drei, vier Leute, ja. Brian Wright, er braucht auch noch eine ganze Weile hier drin. Ja, schade eigentlich. Man könnte das ja beschleunigen. Eine Nuka-Cola Quantum dafür ausgeben? Nein, nein, nein. Wir wollten ja... Ach, wir haben ja noch Leute auf Quest. Was ist mit ihm hier? Warum läuft er einfach nur hier rum? Adam Bruce West. C. Er gehört doch entweder nach draußen oder... Oder... In ein Kraftwerk. Ja. Und warum läuft er hier rum und macht nichts? Da sind zwei... Ach so, ah nein, 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 nein. Das sind die, die eigentlich sonst immer auf Quest sind. Oh, ja, was machen wir denn jetzt so lange mit denen? Ich überlege schon, ob wir sie nach draußen schicken sollen. Also sie müssen ja nicht nichts tun. Sie könnten ja ruhig irgendetwas tun. Hatten wir da nicht gerade irgendwo was, wo noch drei Leute zusätzlich reinpassen? Ja, ja, dieses Waffenwerk. Aber wenn wir da einen reinstecken, dann bleiben die ja für immer da drin. Sean Allen ist ja fast komplett aufgestiegen. Schon 35 Stunden will er jetzt noch haben. 35 Stunden. Ach, er kehrt heim. In 35 Stunden kommt er nach Hause. Charisma fehlt ihm nur noch. Ja, schade mit den beiden. Was machen wir denn damit? Rausschicken? Haben wir keinen Raum, wo wir die abstellen können erstmal? Oh. Raider. Keine Chance. Aber das gefällt mir auch, dass man bei Raidern und Ghoulen, dass man da schon gar keine Sorge mehr haben muss. Viel mehr Sorgen machen mir da Red Skorpione. Und wenn da gleich ein paar Angriffe... Oh, Moment mal, hier fehlt ja jemand.
ab mit dir nach oben. Oh, wie langsam. Ach, du schaffst das hier schon. Genau. Zeig, was du kannst. Lass dir nichts gefallen. Jawohl, da kippt er schon, der Erste. Nochmal. Und Abschuss. Na, jetzt geht's dir noch hier an den Kragen, oder nicht? Oh, eine ist durchgekommen. Kein Problem. Sie wird hier schon abgefangen. Das ging schnell. Ja, so sollte es auch sein. Was haben wir denn hier Schönes gefunden? Ein Raider hatte ein Rezept bei sich. Verbesserter Fatman. 22 bis 24 Schaden richtet es an. Ein gutes Teil. Ah, sie hat den Fatman mit Zielvorrichtung. Zielsuchvorrichtung. 22 bis 26 Schaden richtet es an, das Teil. Ach so, wir haben nur das Rezept. Wir haben ja noch nicht den Fatman. Den müssen wir erst herstellen. Schließen. Ja, ach Gottchen. Liebe Welt da draußen, wir sind schon wieder am Ende der Folge. Das geht aber immer schnell. Ja, dann bedanke ich mich ganz fix für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.